So, und wir fangen direkt an mit einem Multilab-Level auf irgendeiner komischen Schotterpiste. International Time Attack Formula. USA Turbo Boost. Nitro Methane. Das ist so geil gemacht, das Spiel. Erstmal warm werden mit der Strecke. Erstmal keine Bestzeit erzielen, sondern nur mal gucken, wo es hier so lang geht. Sollte eigentlich gehen, oder? Wirkt jetzt nicht so krass schwierig. Ich glaube, ich bin aber auch noch nicht so schnell unterwegs. Es wird schwieriger, wenn wir dann gegen den Goldenen fahren. Ja? Okay. Ja, naja, nee, 3,5 Sekunden. Das sind auf 3 Runden nicht so viel. Nein! Also ich will es nicht beschreien, aber ich glaube, das ist machbar. Wow! Es war so klar, dass ich dann wegfliege. Wegen so einer scheiß Bodenwelle. In dem Moment, wo ich sage, es ist machbar. Ja, ich glaube, wir werden Dragon Ball morgen noch mal versuchen. Vielleicht haben wir dann mehr Glück. Zumal irgendwie 80% der Server leer. Und auf denen, wo was los ist, funktioniert trotzdem irgendwie nicht, wenn man disconnected down. Easy peasy. Ja, genau. Wobei wir da halt auch schon Strecken hatten, wo das unfassbar knapp war. Aber diesmal. Ja.
Ein Auto in der Palme. Fuck. You can do this. Was war das denn? Egal, wir fahren erstmal durch. Och Mann, das war echt miserabel. Ja, genau. Und es kommt auch immer ein bisschen. Ich glaube, manche Sachen liegen mir auch einfach eher. Also ich glaube, manche Strecken sind einfach für mich schwierig. Die sind wahrscheinlich für andere Leute überhaupt nicht schwierig. War doch ganz gut. Ja. Sekunden nur. Meistens, wenn ich Silber schaffe, bin ich auch echt schon knapp an der Goldzeit. Da konnte ich nichts für, das war einfach eine Bodenwelle. Ah. Ja, genau. Wenn ich die Goldzeit hoppe, bekomme ich auch direkt Gold. Das, was ich mir da aussuche, da geht es nur darum, gegen welchen Geist ich fahre. Au! Nein! Ja, genau. Na, ja, vor allem bringt er mir wenig. Ich brauche den Ghost halt manchmal am Anfang, um wirklich zu gucken, wie fährt denn der andere das. Und wenn ich halt noch totaler Anfänger auf der Strecke bin, dann fährt er mir einfach weg und ich kann ihn nicht sehen. Yeah. You won gold medal. 4. Go, go, go. Oh, diese Ladezeiten. Wer hat sich denn das ausgedacht? Oh, ich glaube, das wird wieder krass.
Nein! Oh Gott, ich habe irgendwie gedacht, dass ich da muss ich abbiegen. Okay, ich habe gar nicht die Geschwindigkeit, um da hochzukommen. Das war Mist. Da lang. Wow! What the fuck? Wo bin ich denn dagegen gefahren, bitte? Das war scheiße. Egal, wir haben es noch nicht einmal geschafft, das überhaupt zu beenden, von daher fahre ich weiter. Aber die Strecke finde ich extrem unübersichtlich. Ich sehe oft nicht genau, wo ich hinfahren muss, wo noch irgendwelche Ecken sind und so. Da war ein Grashalm im Weg, ja. Ganz schön fetter Grashalm. Ist wahrscheinlich, wenn man da zu langsam ist, dann ist da so eine Kante oder so und dann kommt man nämlich über diese Kante rüber. So. You've taken the silver medal. So, und Gold schaffen wir jetzt auch noch. Ah, fuck. Ich dotze da immer gegen. Das gibt's doch nicht. Und jetzt, das ist mir am Anfang nie passiert, dass ich da zu weit rechts fahre.
Jetzt immer. Immer, 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 immer. Aber ich finde diese Umrandung auch wirklich schwer zu sehen an der Stelle. Kilo, das ist echt unglaublich. Ich muss ihm doch eigentlich nur hinterherfahren. So eine Scheiße! Ah. Das sieht so einfach aus und ich krieg's nicht hin. Ha! Rums. Hotline Miami habe ich schon durchgespielt, ja. Den zweiten allerdings nicht. Wrong number. Fand ich großartig, habe ich leider ohne Stream gespielt damals noch. Nee, leider nicht. Also ich habe es ein bisschen gestreamt, aber nicht so als Let's Play. Ist halt auch schon eine Weile her. Ist ja schon ein bisschen älter. 4 Jahre oder so.
Yes! Von über 3 Millionen Spielern bin ich schon auf Platz 28.000. Der zweite Teil ist schon 3 Jahre alt. Okay, ja, dann ist der erste noch ein bisschen älter. Ja, und ich habe es relativ früh gekauft. Also jetzt nicht beim Release, aber relativ früh. Es kam irgendwie raus und war dann 2 Monate später direkt schon im Sale. Irgendwie für einen 10er oder so. Und ja, damals war noch nicht so viel mit Streamen. Mittlerweile zocke ich ja noch gar nichts mehr ohne zu streamen. Also mit ein paar Ausnahmen, aber es ist echt schon verdammt selten. Der zweite kostet gerade 3,80. Ja, das Problem ist halt, ich habe noch so viel anderen Kram. Es würde halt genauso jetzt in meine Bibliothek kommen und nicht gespielt werden. Vielleicht irgendwann später. Oder wenn es bei Hummel Bundle ist, noch mit 2 anderen Spielen für 1 Euro oder so. Das ist echt tragisch, weil für 3,80 muss man es eigentlich sofort kaufen, aber... Aber jetzt zockt mal Trackmania. Die nächsten paar Spiele stehen auch alle schon fest. Und sind alle schon gekauft. Und da auch größere bei sind, Fuck! Naja, egal, schon mal besser als mein letzter Versuch. Ne, ich habe nämlich zu Weihnachten unter anderem Final Fantasy 15 geschenkt bekommen. Und das wird das nächste große Ding. Neben Dark Souls 3. Bin mal sehr gespannt, wie ihr es finden werdet. Und auch, wie ich es finden werde. Wenn wir dann mit der Boygroup mit dem Cabrio durch die Gegend fahren. Nee, nicht von Zu. Von meinem Bruder. Alter, ist der schnell. Itchy. Hey, Marinecraft. Bin noch nicht einmal vom Gas gegangen, der ist trotzdem schneller als ich. Er fährt da einfach eine bessere Linie am Anfang.
Das war aber schon besser. Naja, fuck. Ja, weil danach kommt direkt so eine Kurve und da darf ich auf jeden Fall nicht bremsen. Das kann ich mir nicht erlauben. Die muss ich ohne Bremsen schaffen. Die jetzt hier. Habe ich geschafft. So, und jetzt hier ohne Bremsen. Okay, aber nicht gegen die Bande. Und jetzt muss ich eigentlich hier so einen krassen Drift hinlegen. Und dann geht das. Spätestens 5 aufstehen, ach zu scheiße. Ich muss 7:45 aufstehen. Das finde ich schon früh. Mann! Genau, 7:45. Das ist ja auch noch einer dieser klassischen Ost-West-Dinger. Nee, 7:45 ist 7:45. So, wenn du einen 3/4 Kuchen hast, dann hast du halt. Fehlt dir 1/4 zum Ganzen. Also es fehlt dir 1/4 bis 8. Ein 7:45 wäre 7:45. Ich finde 3/4 ist noch relativ einfach zu verstehen. Ich habe mit 1/4 lange Probleme gehabt. 7:45. 7:45. Ja, es ist irgendwie schneller. In Berlin sagt man halt irgendwie beides. Ich glaube zumindest, dass es so ein West-Ost-Unterschied ist. Aber so richtig sicher bin ich mir auch nicht. Vielleicht ist es das auch nur in Berlin. Mann! Genau. Mann, das war so gut. Und dann bin ich nochmal gegen die Bande gekracht. Ja, genau. 7:30 ist halt dann. Wobei, das passt doch genau. 7:30 ist die Hälfte und 7:45 ist ein Viertel und 7:45 ist ein 3/4. Bei 7:30 sagt man ja auch die nächste Zahl dann quasi schon. Also ich würde sagen, dass 7:30 genau passt. 7:45, 7:30, 7:45. Genau, dass die Stunde 8 halb voll ist.
Und nicht, dass es noch eine halbe Stunde hin ist. Naja. Ich finde es jedenfalls auch immer witzig. Was aber viel, viel schlimmer ist, ist das mit dem Wochenende. Also wenn ich von... Das ist jetzt, wo heute Sonntag ist, nochmal besonders blöd. Aber da gibt es ja dieses Wochenende und nächstes Wochenende, ne? Also wenn heute Mittwoch wäre, wäre dann nächstes Wochenende das Wochenende, was dann kommt, oder nächstes Wochenende das Wochenende der nächsten Woche. Also für mich wäre nächstes Wochenende das Wochenende nicht von der Woche, die jetzt kommt, sondern von dem darauffolgenden. Das kommende Wochenende ist das Wochenende, oder halt, ja. Aber da wird es dann richtig lustig. Wenn Leute sowas sagen, will ich immer ein Datum haben. Hey, 7.15 Uhr. Das geht natürlich auch. Das mache ich auch oft, dass ich einfach sage 7.20 Uhr. Und da kann ich auch keine regionale Nähe mehr erkennen mit dem Wochenende. Das ist einfach von Person zu Person unterschiedlich. Was wem irgendwie logischer erscheint. Ich glaube, wir haben's. Yes! Zu dem Wochenende kennst du nicht? Also wenn jetzt Montag wäre und jemand sagt, nächstes Wochenende, was wäre denn das für dich? Wäre das dann das in 5 Tagen oder das in 12 Tagen? Siehst du? Und andere sehen das eben anders. Und das ist dann manchmal schwierig. Weil nächstes Wochenende ist für mich das Wochenende der nächsten Woche. Sonst würde ich ja sagen, dieses Wochenende. Also für mich ist das nächste quasi nicht, dass das erst am nächsten dran ist, sondern von der nächsten Woche. Weil die jetzige Woche wäre dann auch die nächste Woche, weil die am nächsten dran wäre, nach deiner Logik. Genau, so sehe ich das nämlich auch, Tobe. Das wird eine lustige Strecke. Wer hat da so viel Pfeile aufgestellt? Ich wusste, dass mir das am Schluss nochmal passiert. Also es sagt einfach niemand, weil am Wochenende nie irgendwas ist. Naja gut, aber wenn ich jetzt ankündigen würde, wann ich streame, dann könnte es ja schon vorkommen, dass ich vom Wochenende rede. Und auf einmal hättest du einen Termin am Wochenende.
Ja, da kann man sich auf jeden Fall auch lange drüber unterhalten. Wahrscheinlich sogar länger als das mit der Zeit. Wie gesagt, ich frage immer nach Datum. Wow, what the fuck? Be number one or die trying. Wir treffen uns nächste Woche um 3:15. Au. Ey, diese Strecke ist echt. So, und jetzt nochmal auf Gold. Hey Sirix, na, wie geht's? Flieg! 3, ich wusste nicht, dass ich so langsam war. Okay. Ich dachte, das hätte für meine PB, für mein PB gereicht. Wie hat er denn bitte schneller die Kurve enger nehmen können? Boah, ich verstehe es nicht. Ach man, rangedotzt. Das war gut, das war gut, das war gut. Ich verstehe es nicht.
Planet Coaster? Ich kenne es gar nicht richtig. Oder ist es so dieses neuere Rollercoaster Tycoon, was irgendwann letztes Jahr kam oder so? Also ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob wir vom gleichen Spiel sprechen, deswegen kann ich dazu auch nicht viel sagen. Aber klar, an sich warum nicht? Could you drive any slower, sagt er. Ich bin gerade vorne. So ein Arsch. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir es irgendwie teilen können oder so, weil kaufen wird natürlich auch schwierig. Naja, ansonsten läuft der ja nicht weg. Ansonsten halt dann mit dem nächsten Rechner. Früher oder später wirst du ja einen haben, nehme ich mal an. Auch wenn gerade Rechner kaufen echt ein Krampf ist, weil die Preise nur nach oben gehen. Echt witzig. Ich habe den Rechner ja jetzt schon ein paar Monate. Ich glaube 4 Monate oder sowas. Und wenn ich mir den gleichen Rechner jetzt nochmal kaufen würde, würde er teurer sein. Ja, müssen wir schauen. Ja. Allein mein Arbeitsspeicher kostet jetzt 50 Euro mehr, als er gekostet hat, als ich ihn mir gekauft habe. Fast alle Bauteile sind sonst ein Tick günstiger geworden, aber halt nur ganz minimal, aber Arbeitsspeicher ist deutlich teurer geworden. Ich glaube, die meiste Preissteigerung kommt so Bitcoin-Mining zusammen, wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob die so viel Arbeitsspeicher brauchen. Aber dass die Grafikkartenpreise immer noch so hoch sind, da liegt auf jeden Fall daran. Ja, irritiert mich auch total. Und wie viel habe ich hier bitte gerade geschlagen? Wir sind genau gleichzeitig durchs Ziel. Das ist ja absurd. Ja, das wäre natürlich cool. Wie gesagt, wir können ja mal gucken. Der Smartphones? Glaube ich nicht, wegen der Smartphones. Für einen guten PC, also wenn du wirklich von null anfängst mit Case und alles, würde ich sagen 1200 Euro. Für die Budget-Variante und für High-End 1500, 1600 Euro. Also die Budget-Variante ist so ungefähr die Variante, die ich hier auch stehen habe. Apple kauft so viel Speicher weg. Ich denke mal, aber so Speicher kannst du nicht in Smartphones packen, oder? Ist das der gleiche? Ich weiß es nicht. Also es geht mir wirklich um den exakt gleichen Speicherriegel.
den ich vom gleichen Hersteller, den ich irgendwie vor 4 Monaten irgendwie gekauft habe, und der kostet jetzt einfach mal irgendwie 50 Euro mehr. Ja, 900 Euro reicht beim Laptop im Leben nicht, um ordentlich zocken zu können. Da musst du locker das Doppelte einplanen. €900 ist ja beim PC schon knapp. Also ich würde sagen, mit 900 € kommt man halt beim PC schon hin, aber dann kommen halt noch Lüfter und Case und so obendrauf. Wobei die jetzt auch nicht so und Festplatte und so einen ganzen Kram. Also mein Rechner hat ja ungefähr 900 gekostet. Und da hatte ich aber halt schon Netzteil und Case und DVD-Laufwerk und Festplatte. Halt so den ganzen Schmonz, den man halt dann aber noch oben drauf braucht. Das geht ja auch ein bisschen ins Geld. Gerade. Laptops sind viel, viel teurer. Bestimmt hat der eine dedizierte GPU, oder? Bei 900. Also, falls du in dem Jargon nicht so drin bist, Kalpo, dedizierte GPU heißt quasi, ob man eine extra Grafikkarte hat. Weil bei Laptops wird es gerne so gemacht, dass die CPU das einfach mitrechnet. Ja, CPU ist ja Central Processing Unit und GPU ist ja einfach nur Graphic Processing Unit. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber es ist jedenfalls Grafikkarte gemeint. Genau, und welche GeForce hast du? Bestimmt irgend so eine M-Variante, ne? Bei den neuen Grafikkarten können sie nämlich die richtigen verbauen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das ist ziemlich krass, weil die. Ich weiß gar nicht genau warum. So richtig kenne ich mich damit nicht aus. Aber es gibt mittlerweile Laptops mit einer richtigen GTX 1070 oder 1080 drin. Und wenn dir sowas natürlich kaufst, dann kann der auch ordentlich rechnen. Aber die Laptops kosten eben dann ein bisschen mehr. Genau, 750M. Bei Laptop muss man halt immer wissen, ob die Mobilität einem wichtig ist, also oder ob man eh hauptsächlich zu Hause den hat. Dann kann man halt auch einen Rechner kaufen. Im Rechner musst du halt einplanen, dass du dir noch einen Monitor kaufst, ne? Der ist halt in den 1200 € noch nicht mit drin. Und da würde ich sagen, nochmal zwischen 200 und 500 einplanen. Je nachdem, was man haben will. So ein Laptop, also ein Bildschirm, wie ich jetzt gerade hier habe. Einfach ein billiger Bildschirm, der Full HD kann und einen HDMI-Anschluss hat. Gibt es halt schon für unter 200. Kommt man mittlerweile schon für 170 oder so. Wenn man aber was Schickes haben will, mittlerweile würde ich wahrscheinlich auch einen nehmen mit 4K und so, dann bist du eher bei 350 €. Oder man will 144 Hertz haben.
Oder noch irgendwelche Schnickschnack und so, und ist man auch locker mal bei 700 Euro. Oh Gott. RuneScape läuft, ja. Ja, ich denke dann auf jeden Fall. Also wenn da alles in allem bei, weiß ich nicht, 1600 oder so bist, muss natürlich dann noch gucken mit Tastatur und Maus und so, aber wenn du da keine hohen Ansprüche hast, dann sind die auch alle nicht teuer. Ich denke mal, das lässt sich dann relativ schnell finanzieren. Ja, gerade bin ich bei Hardware so halbwegs informiert. Also gerade könnte ich eine ganz gute Kaufempfehlung, glaube ich, abgeben. Mal sehen, wie lange das bei mir so bleibt. Weil ich mich relativ schnell dann immer mal davon verabschiede, wenn ich gerade irgendwie nichts brauche und so, dann kümmere ich mich da auch oft auch gerne mal längere Zeit nicht drum, was da so alles gibt. Wobei ich mir momentan echt alle Videos von Digital Foundry auf YouTube anschaue. Ich bin echt großer Fan von denen. Und die testen jegliche neue Hardware und machen Spiele-Benchmarks und so. Vielleicht bleibe ich dann so ein bisschen auf dem Laufenden. Ey, dieser Sprung ist echt schwierig. Erst wieder PC, wenn es CPUs ohne Spectre Meltdown gibt. Naja, das wird ja mittlerweile gepatcht. Letztendlich musst du ja nur diese Funktion disablen bei der CPU. Und die Browser machen es zum Beispiel so, dass sie einfach das ausmachen. Ja, genau. Ach, brauchst du ja nicht. Ich bin auch jemand, der bei so Zeugs immer relativ schnell daneben draußen ist, weil wenn ich irgendwie Hardware habe, irgendwie die funktioniert, dann kümmere ich mich da auch erstmal gar nicht drum, was es da so alles gibt an Entwicklungen. Und ich kaufe ja extrem selten was, also ist ja bei mir echt so, dass ich selten meinen Rechner upgrade. Also ich kaufe meistens einen Rechner und dann kaufe ich mir nach 5-6 Jahren einen neuen Rechner. Und welche Entwicklung es dazwischen gibt, ist ja mir dann eigentlich Schnurz. Das kann ich mir dann nach 6 Jahren ja immer noch irgendwo angucken, wie der Ist-Zustand dann ist. Der Weg dann interessiert mich nicht wirklich. Tja. Das würde ich so unter typischer Verpeiltheit einfach abrufen. Man steht halt manchmal auf dem Schlauch. Ey, wenn ich so weitermache, brauchen wir noch ewig hierfür. Wir fahren immer noch gegen Silber.
Mann! Oh. Wow! Rare Achievement! Green Series Clear! Cool! Genau. Stadium Green Clear! All Green Stadium Maps. Ja, ich lese ja gerade diese Dystopie von Marc-Uwe Kling. Aber wie heißt denn das Buch? Liegt hier rum. Oh, mir fällt gerade der Name nicht ein. Quality Land. Und in Quality Land gibt es ein Konsumschutzgesetz. Und das Konsumschutzgesetz verbietet das Reparieren von allem. Good news, everyone. So ist es bei mir auch. Kaipu merkt sich alles. Ich hatte das schon wieder vergessen. Aber ich finde auch Menschen, die keinen Kaffee mögen, irgendwie unheimlich. So kann man doch nicht aufstehen, Leute. Mann! Ja, da gibt's auf jeden Fall auch Tee. Tee gibt's doch überall. Ja, Menschen ohne Kaffee und Bier, das kann doch nicht gut gehen. Gott! Ach, Mann! Go, go, go! Fuck! Rums! Ich finde ja, wenn man hier so einen Unfall baut, dann sollte das Auto in 1000 Teile zerspratzen.
Ich hätte ja Bock auf neues Burnout. Aber die Leute machen ja jetzt Need for Speed. Vielleicht sollte ich mal Need for Speed spielen. Ach man! Wenn du Angst hast, dass du daran stirbst. Okay. Wieso das? Ach komm. Und dann hast du dir ganz viele Erbsen gekauft. Mann! Okay, krass. Ey, ich krieg's einfach nicht hin, mal eine saubere Runde zu fahren. Geschweige denn drei. Nein! Nein!
Der Erbsenentzug. Wir haben immer Items in der Garage, aber ich weiß nicht genau, was das für einen Unterschied macht. Kann man irgendwie sein Aussehen ändern? Oh Gott, wir sind bei den Tryhard-Series. Ah, Garage. Frische Mango? Keine Ahnung. Doch, bestimmt. Achso, ist jetzt der Helm, den wir. Achso, jetzt können wir uns hier eine Flagge aussuchen. Hier können wir uns ein Maskottchen suchen. Achso, und hier haben wir die Fliege. No pain, no gain. Was nehmen wir denn? Gibt es irgendwas, was ihr besonders schick findet? Ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied für die Umwelt macht, Kalpo. Aber da kann man auch lange drüber streiten. Wir nehmen mal die Winkelkatze. Ja, ich weiß nicht, ich habe mal Rechnungen gesehen, wie viel irgendwas verbraucht. Und teilweise waren die Sachen, die weiter herkamen, also irgendwie, weiß ich nicht, aus Neuseeland, waren klimafreundlicher als irgendwelche Sachen, die in der Umgebung waren. Einfach weil da viel mehr irgendwie kleine Fuhren mit einem LKW irgendwo hin, kleines Lagerhaus, kleinen. Und die sind dann alle sehr uneffizient, während wenn du halt irgendwie 100 Millionen auf so einen Tanker bringst, dann ist es halt effizient. Wo ist denn das denn? Ich glaube, das sehen wir immer nur oben links so eingeblendet. Ach nee, da hinten auf dem Heckflügel ist es mit drauf. Auf der anderen Seite, wenn es sich jetzt dreht. Da. Na gut, das ist dann was anderes. Aber dann ist es natürlich egal, ob man die importiert oder ob man sie da ist. Dann ist es immer schlecht. Das ist. Darüber kann man natürlich argumentieren, auch mit Wasser. Wenn man jetzt zum Beispiel Kaffee trinkt, dann ist es immer schlecht für Wasserversorgung vor Ort. Gleiche gilt mit Kakao und ganz vielen anderen. Ey, Corvus, vielen, vielen Dank für den Host. Jetzt kann ich hier lustig durch die Gegend crashen mit Zuschauern. Hello to everyone from Corvus Stream. Pick a number. What number do we want? I have no idea.
666. Mit Zuschauern, lol. Nein, du musst natürlich hier bleiben, Tobe, auch wenn du morgen um 5 raus musst. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Gute Nacht und komm morgen gut aus dem Bett. trotzdem späten Stream. Forcing Beam to speak English in 2018. There are my different cars. And here we can remove some tracks from the playlist. I like all the music. Ja, aber ich mach sonst erstmal auf Deutsch weiter, wenn keiner was schreibt. So, dann fängt's nämlich jetzt an mit dem Blue Series. Try hard. Ok, ok. What is this game? You'll see in a moment. This is a fun racer. You race against the clock all the time. Like really all the time. There are different ghosts, so you can see how fast the other times are. You drive against your own ghost. And you'll see the tracks are amazing. So are the loading times. Okay. Let's see how that goes. Okay. First one is just to get used to the track. Whoa! I'm getting still used to the track. Trackmania with good graphics? I don't know. Is this good graphics? I really like it. What are you doing? Just stay in the zone. Okay, but shouldn't be too hard. You've taken the bronze. It's just go straight and don't crash. And that's hard enough. Ow! Hey, pay attention. Learning Deutsch. Okay, big jump. Yeah. Okay. Got it nearly. What are you doing? I don't know. Got it. And so it goes. This was like a simple track, but they're really insane ones. Old man feels old man. Yes, it's kinda fast.
But I really like fast racing games. I like them more than I like realistic ones. I played a lot of Extreme G and F-Zero, and sadly, I never tried Wipeout. Whoa! That drift! Okay, that was fast enough for silver. Have to work tomorrow, oh man. I can sleep till 7:45 or like 8 o'clock at least. Yeah, so thanks for your host and have a good night. I'm in Berlin next weekend, but I have not a lot of time. Let's see if we can try again. Have a good night. Write emails. I'll do. Ja, ich habe morgen 9:15 Uhr Vorlesung. Thanks for following! Wow! Ferien sind bei mir eh egal, weil ich hauptsächlich für meine Arbeit Zeugs mache. Aber klar, die Vorlesungen oder so feste Termine werden dann weg. Das stimmt. Muss mal gucken. Ich habe im Februar noch eine Klausur. Und danach habe ich dann quasi. Kann ich das komplett frei gestalten. Und wenn jetzt alles klappt, bin ich im Mai fertig. Hoffentlich endlich. So if you're watching and you want me to speak English, then write something in the chat. Or I'll switch like often to German. I really like that stage. Whoa! Easy on the paintwork. Ja, ich finde, es dauert noch ganz schön lang bis Mai. Und ich mache dann ja auch nur bis. Also ich mache dann ja auch nur Bachelor. Mann, ich krieg's nicht hin, da links oder rechts auszuweichen. Nee, ich mach kein Master mehr. Also, ne, never say never. Aber ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Irgendwie habe ich den Grip verloren. Time to change your tires. 400 meters or more, 100 times. What? 100 Drifts? Ach Quatsch, du kriegst es schon hin.
Wow! Ah, krass. Oh Mann, ja, dann viel Erfolg. Aber kriegt man nicht im schlimmsten Fall nochmal irgendwie einen Aufschub oder so? Naja, es wird schon alles irgendwie. Ey, ich bin so gespannt, wie die Strecken bei den anderen Autos aussehen werden. Ja, das ist natürlich schwierig. Aber ach, ich meine, das geht schon alles. Das wird. Mann! Try hard. Nee, ich schreibe noch nicht. Ich fange jetzt, diese Woche jetzt quasi erst richtig an, was dafür zu tun. Ich hatte jetzt noch so viel anderen Krams um die Ohren und habe bis da, mich eigentlich nur so in das Thema eingelesen bisher. Das Thema, oh Gott, jetzt aus dem Kopf könnte ich es gar nicht richtig benennen. Es geht um Forschungsdatenmanagement und wir wollen in einer Bibliothek ein System aufbauen, ein Datenbankensystem für Forschungsdaten. Und ich bin quasi, oder die Arbeit besteht quasi darin, zu evaluieren, wie dieses System aussehen soll und wie vorhandene Lösungen aussehen. Also quasi nicht wirklich eins komplett bauen, sondern es geht mehr darum zu gucken, was brauchen wir, welche Ressourcen haben wir dafür zur Verfügung, was sind irgendwelche Angebote, ist es, und am Schluss dann quasi eher sowas wie, ist es sinnvoll ein eigenes zu bauen oder ist es sinnvoll woanders hinzugehen, und wenn es sinnvoll ist eins aufzubauen, wie sollte das aussehen, und wenn es sinnvoll ist woanders hinzugehen, wie sollte eine Kooperation aussehen? Oder was sind die Sachen, die wir dafür machen müssen? Genau, ich wollte auf jeden Fall was sehr, sehr greifbar ist. Ja, dankeschön. Darum ging es mir hauptsächlich bei der Auswahl, dass man sich da auch irgendwas drunter vorstellen kann. Und jetzt geht es erstmal ein bisschen darum, mit vielen Leuten aus verschiedenen Fakultäten und so zu befragen, weil die sollen das ja am Schluss nutzen. Und die müssen wir quasi dann jetzt erstmal fragen, so was sie eigentlich brauchen. Weil nämlich viele Leute oder viele Lehrstühle oder so, wir haben schon längst sehr gute eigene Lösungen dafür gefunden. Die würden, so ein System, sollten wir eins aufsetzen, nicht nutzen. Und deswegen müssen wir mal so gucken, wer da jetzt überhaupt denn quasi schon alles raus ist und wer eins braucht. Und ja. Das ist natürlich schwachsinnig, ist eins zu entwickeln, was so ein bisschen am Use Case vorbei ist.
sondern wir versuchen das quasi von den Nutzern her aufzuziehen. Ach man, das ist so knapp und man muss das alles irgendwie driften. Ja, weil ich halt ja schon so ewig jetzt halt daran sitze, habe ich ja jetzt komplett neu gemacht, dann haben wir ein neues Thema und sowas alles gesucht und wollte irgendwas haben, was ja eben wie du sagst sehr angewandt ist, wo man sich relativ simpel was drunter vorstellen kann und wo ich auch von vornherein ein bisschen abschätzen kann, wie der Aufwand ist. Ey, das ist so krass, sich an dieses Auto zu gewöhnen, wenn man erstmal dieses Rollercoaster-Ding gefahren ist und dann dieses Racing-Ding. Die fahren sich so unterschiedlich, die Autos in dem Spiel. Ach naja, letztendlich ist ja das Interessante immer an solchen Dingen, dass man die Relevanz ja dann am Schluss oder oft erst viel, viel später abschätzen kann. Also ich erinnere mich, das war so ein Lieblingsbeispiel von einem Mathe-Prof von mir, dass irgendwelche Arbeiten in den 70ern über Graphentheorie komplett theoretisch waren und eigentlich niemanden wirklich interessiert haben, sondern es war nur so ein mathematisches Ding, wo man Bock hatte, sich mit zu beschäftigen. Und das mittlerweile immer für Bilderkennung, für alles Mögliche irgendwie genutzt wird und auf einmal war das total krass. Und das war deshalb so ein Beispiel, weil es voll heftig war, weil das haben die ersten Leute, die das nutzen wollten, war dann Militär, damit Raketen, die irgendwo rumfliegen, anhand der Landschaft erkennen können, wo sie sind. Das fand ich ziemlich abgefahren. Und man könnte natürlich halt andersrum sagen, dass so ein greifbares Thema wie so ein Forschungsdatennetz für so eine kleine Uni halt letztlich viel unbekannt, viel unbedeutender ist als irgendeine theoretische Arbeit, die vielleicht dann viel später irgendeinen, wenn es so ein ganz kleiner Baustein ist für irgendwas, liefert. Aber das ist bei der Arbeit auf jeden Fall von vornherein ausgeschlossen. Es wird halt irgendein System sein, was dann ein bisschen genutzt wird von ein paar Leuten und vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht. Ey, das ist... Naja, ne, wir sind halt jetzt auf dem dritten Schwierigkeitsgrad. Von 5 sind's, glaube ich. Man merkt schon direkt einen deutlichen Unterschied. Ja. Ja, ich bin... Das ist echt das, was mich bei dem Spiel so ein bisschen antreibt. Ich will einfach die nächsten Strecken alle sehen. Und klar, wir könnten jetzt auch einfach nur das hier auf Bronze überspielen und dann die nächste Strecke nehmen. Aber dann hat man sich doch irgendwie nicht verdient. Ey, ich schaff's nicht, diese Kurve zu kriegen. Und das ist ja nur die erste von irgendwie 100. Egal, ich fahr mal weiter erstmal.
Ey, ich sehe. Das ist jetzt so die erste Strecke, wo ich gar nicht sehe, wie man das schaffen soll. Ja. Ja, mir macht das irgendwie Spaß. Ich könnte mich da echt den ganzen Tag mit beschäftigen, wenn ich die Zeit hätte. Mann! Wieso fliegt man da eigentlich durch die Gegend? Haha. Es funktioniert ja mit genügend Zuschauern, aber halt nicht mit 5. Das ist halt so ein bisschen die Krux. Ich glaube, das, was ich halt hier mache, ist auf keinen Fall massenkompatibel. Und wenn ich es massenkompatibel machen würde, also nicht mal, dass ich wüsste, ob ich es hinkriegen würde, aber ich glaube, es würde mir halt viel, viel weniger Spaß machen, weil solche Dinge könnte man dann auf jeden Fall nicht mehr machen. Ja, genau. Genau. Und nicht mal da bin ich sicher, ob es funktionieren würde, aber auch bei den Let's Play Sachen und so. Also allein schon, dass ich dann oft ältere Sachen spiele und die dann auch noch auf Englisch, während ich Deutsch drüber rede. Wieso fliege ich dann immer durch die Gegend in der Kurve? Oh, ich muss da mal gleich ein bisschen gucken, dass ich hier nicht so rumrolle. Zu spät. Naja, letztlich ist es halt ein Hobby und ich finde es eigentlich ganz cool, wie das so ist. Ich habe zwar nicht viele Zuschauer, aber dafür habe ich treue Zuschauer. Ich gucke ja immer mal so, wie mein Schnitt aussieht. Mittlerweile gibt es ja da so ganz coole Statistiken und ich bin ja im Schnitt bei 6, 7 Zuschauern. Und naja. Ich glaube, wenn das so bleibt, ist okay. Eins. So überdeutsch ausgesprochen. Manchmal finde ich es witzig, wie sich dann einfach alles dreht. Ja, das befürchte ich auch. Ich denke auch, wenn es jetzt alles klappen sollte mit meinem Studium und so, dann ist ja die nächste Idee auch, dann einer Freundin zusammenzuziehen. Und dann muss ich auch mal gucken, wie ich das irgendwie am besten hinkriege. Idee ist ja so ein bisschen, dass man ein Arbeitszimmer einrichtet, was dann auch so ein Streamzimmer wäre.
Naja, aber die Hoffnung ist so ein bisschen, dass ich es trotzdem noch ein, zwei Mal die Woche auf jeden Fall hinkriege. Dann halt auch, dadurch, dass es dann ein viel geregelter Tagesablauf ist, vielleicht Kopf ein bisschen mehr frei habe. Und außerdem ist dann halt eher Kohle da, um ja, bessere Streamqualität und solche Dinge, mal eher neue Spiele zu spielen und so. Ja, genau. Ja, Arbeitszimmer werden wir eh brauchen und dann kann man da auch gleich noch so eine Lösung hinbauen. Oder halt umgekehrt, dass sie halt im Arbeitszimmer arbeitet und ich dann aus dem Wohnzimmer streame oder so. Dann kann ich das ja auch mal in 60 FPS streamen oder andere Spiele. Ich glaube, ich bin wirklich einfach zu schnell in der Kurve. So wie bei der letzten Kurve, wo ich dann immer abfliege. Nee, von daher muss man gucken. Vielleicht wird es ein bisschen weniger, aber ich zweifle im Moment nicht daran, dass es irgendwie weitergeht. Nein! Oh. Bisschen traurig. Ach, ich bin so froh, wenn das zu Ende ist. 1400. Nee, mittlerweile geht mir das alles sehr auf die Nerven und ich bin sehr froh, wenn ich da komplett raus bin. Und mittlerweile geht es mir auch ganz schön auf die Nerven, kein Geld für irgendwas zu haben. Ich bremse immer zu spät. Das gibt's nicht. Ja, ist ja meistens so, dass man es dann im Nachhinein vermisst, aber ich denke, also das hat man mir halt bei Schulzeit auch immer gesagt, ja, dann hinterher wirst du die Schulzeit vermissen und nee, ich bin einfach nur froh, daraus zu sein. Ich glaube, beim Studium wird es genauso. Es hat zwar irgendwie viele Vorteile, aber es hat auch viele Nachteile und das ist jetzt echt genug. Ach komm! Ja genau. Und da hat man mir auch immer gesagt, dass man die Schule hinterher vermissen wird. Sweet.
Und ich verstehe es nicht. Ich krieg die Kurve nicht. Ich sollte das mein Streamtitel sein, Beam kriegt die Kurve nicht. Das war gut. Ach Gott, ey, die Strecke will ich noch schaffen. Ja, war heute auch echt ganz spontan mit dem Stream. Das war einfach so, dass ich gesehen habe, dass dieses Dragon Ball Spiel, das gerade Open Beta ist, das sah irgendwie so interessant aus, dass ich dachte, zock ich mal eine Runde. Ich hab's ja auch eine Weile gezockt, du hast die erste Stunde oder so ja verpasst. Aber freut mich natürlich. Jetzt sind wir wieder bei Trackmania und wieder ein gutes Stück vorwärts gekommen. Wie lange streame ich jetzt insgesamt? 3,5 Stunden. Immer nur weiter. Aber ich muss unbedingt mal, ja. Früher oder später muss ich mir mal eine 60 FPS Capture Card kaufen. Das sieht echt ganz schlimm aus, wenn man hier das richtige Bild hat und dann guckt, was ich streame. Wow. So, komm, jetzt nochmal mit Konzentration und dann machen wir das jetzt hier. Das Problem ist, dass wenn ich mir eine neue Capture Card kaufe, dass ich jetzt schon weiß, dass ich mir in einem Jahr oder so wieder eine neue kaufen will, weil dann wahrscheinlich 4K so langsam massentauglich wird. Und da habe ich eigentlich keinen Bock drauf, von daher warte ich jetzt so ein bisschen, bis die 4K Capture Cards günstiger werden, die dann auch 60 FPS können. Und glaube ich, kaufe ich mir mal so eine und die reicht dann auch erstmal hoffentlich. Aber die kosten aktuell noch 400. Hey Kadra! Die Capture Card, die ich jetzt habe, die war halt echt günstig. Die hat 80 oder so gekostet. Ja, aber die Preise gehen dann immer ganz schnell runter. Das ist jetzt noch so teuer, weil es keine Konkurrenz gibt. Es gibt genau eine Capture Card, die 4K 60 FPS schafft. Das wird sich in einem halben Jahr kostet die garantiert schon noch die Hälfte. Und wenn sie denn so knapp unter den 200 ist, dann vielleicht. Ich krieg's gerade echt nicht hin. Weil ich mir halt bei dir im Nachhinein dachte so, okay, du hast jetzt 80 bezahlt, du hättest auch einfach noch
50 mehr zahlen können und hättest du irgendwie die gehabt, die du eigentlich haben wolltest, so im Nachhinein irgendwie. Aber damals waren mir halt die 130 dann doch wieder zu viel. Aber halt zwei kaufen ist dann noch teurer. Und deswegen soll die nächste dann auch 4K fähig sein, obwohl ich jetzt noch lange nicht vorhab, 4K zu streamen. Aber ich nehme mal an, wie gesagt, dass es in einem Jahr oder so kommen wird. Bin ja mal gespannt. Ich glaube, jetzt bei der Fußball-WM wird sich entscheiden, ob sich 4K relativ kurzfristig durchsetzen wird. Zumindest bei den Enthusiasten oder nicht. Mann, komm. Fuck! Ihr seht's nicht so richtig, aber ich glaube, ich mache Fortschritte. Okay, ich sehe es gerade auch nicht so richtig. Mann, es geht um 1400stel. Ich bin 3600stel vorne. Können wir nicht hier Pause machen? Ich dachte, ich fahre mal da in die Richtung. Itchy! Auto mit Jailser Cthulhu. Ah, es wirkt, als ob er von Cthulhu besessen wäre. Okay, also wenn man an der Wand lang fährt, wird das auch nichts. Mit der Windkatze. Stimmt, man sieht ja immer von meinem Auto eigentlich gar nichts. Denn wir haben ja ganz so schick das Auto designt. Und dann fahre ich immer in der Ex-Perspektive. Bin ich ja jetzt auch nicht gewohnt, vorne zu sein. Ändert sich wahrscheinlich nach der Kurve schon wieder. Okay, jetzt ist es wieder wie immer. Jetzt fühle ich mich zu Hause.
Es ist irgendwo zwischen Stressbewältigung und Stress. Kann ich bewältigen das genauso viel Stress, wie es auslöst? Ach Gott! Welcome to hell. Ich probiere das jedes Mal einen Tick langsamer, aber nie reicht es. Weil es immer noch zu schnell ist. Itchy! Nein! Och, kann man diese Kommentatoren ausmachen? Das ist so ein bisschen, als ob der Gegner einen die ganze Zeit emotet dabei noch. Hello. Und dann kriegt man den Feuerball ins Gesicht. Ey, ich hab manchmal das Gefühl, dass es sinnvoller wäre, einfach voll Karacho da in die Bande zu rasen, als wenn ich hier so hin und her bremse. Ich probiere mal voll Karacho. Ja, es ist wirklich besser. Okay, neue Taktik. Das war natürlich jetzt Mist, aber ansonsten besser als gewohnt. Okay, Bremsen ist also scheiße. Schmeiß die Bremsen über Bord. Ach komm! Wer schreit denn da so? Drittbester in Brandenburg. Na dann.
Krass, es gibt über 3 Millionen Spieler und nur 1742 haben diese, nur 19.073 haben diese Map beendet. Das ist ja krass. Danke. So, die Frage ist, machen wir noch eine oder lassen wir es für heute? Ich glaube, wir gucken uns die nächste noch an. Dann haben wir 5 genau von denen. Oder? Ich glaube, das heißt nur 19.000 haben die Strecke beendet. Ja, ich denke mal, die meisten Leute werden schon vorher aufgegeben haben oder nur online spielen. Und Call of Duty Black Series zur Elite. Ich finde auch Elite Beam. Außer wir merken gleich, dass die Strecke übelst bescheuert ist. Dann machen wir die nicht mehr. Ich muss ja sagen, ich finde die ganz cool, aber ich muss erstmal jetzt rausfinden, wo man hier immer hin muss. So nicht. So auch nicht. Komm, eine gute Runde machen wir noch. Okay, das muss hier links rum und dann rechts. Ich glaube, das war's jetzt hier. Jetzt saufen wir einfach ab. Da kann man sich mal die Landschaft angucken. Ich komme hier einfach nicht rum. Ich
Du kannst du bei deiner Zeit noch sehen. Das ist ganz schön heftig, obwohl das eigentlich alles okay Kurven sind. Für Bronze hat es immer noch gereicht. Hier, Global Ranking. Das sind, glaube ich, alle Leute, die es überhaupt mal gespielt haben. Das sind halt 3,1 Millionen irgendwie. 3,2. Und das sind wie viele Leute, die Map gespielt haben. 41 Leute in Brandenburg. So eine Statistik hätte ich gerne in viel mehr Spielen. Ich mache jetzt aber, glaube ich, hier nur noch ein, zwei Versuche und wenn wir das jetzt gerade hier nicht hinkriegen, dann machen wir es aber heute auch nicht mehr zu Ende. Das finde ich immer voll geil, dadurch zu fliegen. Ich kriege es hier irgendwie nicht hin, diese blöde Kurve zu nehmen. Auch schwierig. 5 Sekunden vorne, na also. Noch lange nicht genug, aber schon mal okay. Das gibt's doch nicht, wieso bin ich denn... Wieso krieg ich denn das nicht hin? Ach komm! Na, ist vorbei. Wie spät ist es denn? Spät. Oh Gott, ist schon spät. Ja, ich würde sagen, letzter Versuch. Egal wie schlecht es jetzt wird, das fahren wir jetzt noch zu Ende. Wobei, nee, danach mache ich noch einen mit dem goldenen Geist. Ach, Mann. Kann ich nicht so auch irgendwie den nächsten? Genau. So, letzter Versuch jetzt aber. Thank you.
Oh Gott, wie sind wir denn jetzt hier so langsam? Ja, ach man. Nee. Das wird heute nichts mehr. Dann heben wir uns das für nächstes Mal auf. Ach, aber sehr cool, ey. Mir macht das immer so viel Spaß. Ja. Na gut. Dann vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Gute Nacht. Und ja, wegen Morgenstream weiß ich noch nicht so richtig. Wie gesagt, momentan mache ich so ein bisschen, wie ich gerade immer mal ein bisschen Zeit habe. Auf jeden Fall, Mittwoch geht's weiter mit Dark Souls. Und alles Weitere müssen wir mal gucken. Na dann, vielen Dank fürs Zusehen, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.